Am frühen Mittwochmorgen ist in einem Maschinenraum einer Biogasanlage im Vechter Ortsteil Langförden Feuer ausgebrochen. Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr alarmiert. Gegen 4 Uhr war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Feuerwehren aus Vechter, Lutten und Fisbeck unterstützten die Löscharbeiten. Hinzu kam der Feuerwehrmesstrupp des Landkreises, der unter anderem prüfte, ob das Gas ausgetreten war. Das war allerdings nicht der Fall.